Aber es ist in unserer Verantwortung, dem genau nachzugehen und nochmal genau zu überprüfen, wie diese Werke, die George F. Keller uns sehr großzügigerweise geschenkt hat, wie sie in seine Sammlung gekommen sind. Grundsätzlich hat sich in der Schweiz das Klima sehr stark geändert. Wir diskutieren heute über Raubkunst, über Provenienzforschung anders als noch vor wenigen Jahren. Es gibt eine große Offenheit, Aufgeschlossenheit und eine neue Transparenz, was das Thema angeht.